Bruder, lebst du noch? Nani? Ich sehe aus, als hätte ich mich mit jedem Mitarbeiter hier einmal fett geprügelt. Aber nein, es ist einfach wohl anscheinend eine Allergie. Nur für euch zur Info, es ist übrigens 7.18 Uhr an unserem zweiten Tag auf der AIDA. Gestern haben wir einfach absolut gar nichts gefilmt. Und falls ihr euch jetzt fragen solltet, Mensch, Luca, warum bist du denn so früh wach? Ist nicht meine Idee gewesen. Wir müssen drehen. Eigentlich können wir dann jetzt schon mal ein paar Liegen reservieren, ne? Ach, hi. Na, du auch hier? Mein Auge ist auf jeden Fall übertrieben angeschwollen. Ich muss das Tag ein, Tag aus kühlen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob kühlen da die beste Medizin ist gerade, ne? Ich weiß nicht, bei was nutzt man Wärme? Morgen. Moin! Wir drehen heute auf jeden Fall in so einem Spa-Bereich und glaubst du, keine Ahnung. Ich bin am Arbeiten. Hallo. Jetzt sehen Sie einen Dulli, der zum ersten Mal ein Wasserbett betritt. Ich komm nicht hoch, Alter. Was? Wer will denn sowas haben? Bruder, wir fahren. Wir fahren. Oder bin ich besoffen noch? Yusuf, es reicht. Du brauchst nicht mehr filmen. Der denkt manchmal, wir drehen eine Doku oder so. Moin. Moin, Yusuf. Einfach mal gönnen. Gar nicht mehr so fahren, Digga. Ja, gesagt, es ist sogar wirklich sehr, sehr kalt. Jetzt geht's los, Leute. Okay. Digga, ich muss übel furzen. Acting. Hier, setzt euch. Setzt euch wie zu Hause. Wir haben Kaffee mitgebracht. Wie geht's dem Orgelmeister? Beschissen. Meine lieben Freunde, wir haben tatsächlich das erste Mal die AIDA Stella verlassen, um unseren ersten... Warte. Der war drin. Wir haben zum allerersten Mal die AIDA Stella verlassen, um die erste Stadt auf unserem Trip... Bricht einfach eine Kirche ein. Wir befinden uns gerade in Malaga. Bro, die ist echt groß, ne? Auf jeden Fall gehen wir jetzt was essen, wir gehen shoppen, wir gehen chillen, wir gehen grillen, wir gehen Kasten killen und ich muss pinkeln. Typisch deutsch habe ich mich auch übrigens schick gemacht hier für die Stadt. Deutschland, Alemannia. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Wir sind jetzt hier gerade bei der Burg von Malaga angekommen, meine lieben Freunde, aka einfach ein Mauerklotz. Also ich mache einen Buttleflip. Was sagen Sie zu dem Bingo? Zovo. Hab's leider verpasst. Wir gehen jetzt nach Cádiz, meine lieben Freunde. Das ist die älteste Stadt Südeuropas, habe ich irgendwo gehört. Weiß nicht, ob das stimmt, aber wir gehen auf jeden Fall hin. Wir stehen hier gerade vor dem Schloss von Cádiz. Einem wunderschönen Ort. Schaut es euch mal an. Es ist halt for real einfach ein Schloss. Mega korrekt übrigens, dass Sandra auch mitgekommen ist in die Stadt. Bro. Wollen wir nicht ein bisschen Cádiz angucken? Ja. Da die Kamera tatsächlich nach dieser Szene einfach kaputt gegangen ist, wahrscheinlich weil Yusuf einfach so viel gefilmt hat, werde ich euch den Rest der AIDA-Reise jetzt einfach anhand von Insta-Stories ein bisschen erläutern. Denn nachdem wir in der Stadt waren, haben wir ein bisschen im Gym trainiert und auch Hula Hoop gemacht gegen eine Trainerin dort vor Ort. Und da wir dann schon in so einem Sportfilm waren, haben wir dann gesagt, dass wir auch noch eine Runde Fußball spielen. Die haben nämlich einfach einen Fußballplatz auf dem Deck.
Das mit dem Film hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert. Perfekt! Als ich dann jedoch zurück auf dem Zimmer war, wollte ich einfach nur ein geiles Video von mir aufnehmen. Ich zeig's euch mal kurz. Room Service kam rein, hat mich dann erstmal gefragt, oh, what you doing? You recording for what? For YouTube? For YouTube? Und ich so, nee, das ist für meine Mutter. Mhm. Oberkörper frei. Auf jeden Fall habe ich das dann so in meine Insta-Story gepostet und auf einmal eine Stunde später, was sehe ich? Wer folgt mir? Ich bin nicht so verzweifelt Single. Ich habe gerade eine Beziehung hinter mir. Ich suche jetzt nicht direkt schon wieder hier irgendwas nächstes Paarsche, ne? Auf jeden Fall sind wir dann jedoch abends noch auf so eine Silent Party gegangen. Da hat man irgendwie so Kopfhörer auf. Und ich bin ganz ehrlich, fand das dann tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. In die Kiste, Olivia! La 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 la, Olivia! Am nächsten Tag sind wir dann auf jeden Fall in Lissabon angekommen. Was einfach gefühlt San Francisco auf Wish ist. Ich habe dann auch tatsächlich ein paar Leute von euch aus der Luke-Schule in Portugal getroffen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, eine Hop-on-Hop-off-Bus-Tour zu machen. Übelst Allmann. Hier, Sandra, habe ich dir mitgebracht. Für Privatkonsum. Mega. Willst du einen rollen? Und wenn ihr nach Lissabon fliegt, kann ich euch wirklich nur empfehlen, nicht E-Scooter auszuleihen. Denn das ist nur Pflastersteine und alles geht bergauf und übelst steil bergab. Doch dann haben wir in der Innenstadt so einen Maler gesehen, der gesagt hat, dass er Touristen zeichnet. Wir lassen uns hier gerade in der Lissabonner Innenstadt malen. Okay, Leute, no joke. Die stehen jetzt hier alle drumrum, auch so fremde Menschen, und gucken einfach drauf und lachen. Und ich zeige euch jetzt mal meine Reaktion auf das Endergebnis. Hier sehen Sie eine wunderschöne karikaturistische Zeichnung von einem wunderschönen Männchen und einer Frau mit einem viel zu großen Doppelkinn. Doch, dann sind wir auch einfach nur noch schlafen gegangen und am nächsten Tag dann zum Flughafen, wo wir dann im Flieger erstmal noch 2 Stunden warten mussten, weil die Franzosen irgendwie gestreikt haben und wir deswegen den französischen Luftraum nicht überfliegen durften. Wir haben uns die Zeit dann allerdings mit UNO-Spielen totgeschlagen. Und damit meine ich nicht normales UNO, sondern mit 50 Karten auf der Hand. Dreimal dürft ihr raten, wer jetzt schlussendlich gewonnen hat. Doch dann waren wir endlich am Fliegen und sind dann schlussendlich auch in Deutschland angekommen. Das war's von der AIDA-Reise. Wir sehen uns die Tage wieder in einem neuen Video. Tschüss!